Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Buchvorstellung für euch und heute soll es um dieses Buch hier gehen, Fire and Frost, vom Eis berührt, von Ellie Blake. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Fire and Frost, vom Eis berührt, ist der Auftakt einer Trilogie und ich sollte an dieser Stelle vielleicht noch mal erwähnen, ich habe das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag, dass ihr mir das Buch zugeschickt habt. Ich habe mich riesig gefreut, denn allein von der Optik her ist dieses Buch einfach mal eine Augenweide, oder? Ich muss sagen, dieses Cover ist wunderschön. Ich liebe das Cover. Ich finde das einfach so, so toll. Und dieses Cover spricht einfach für sich. Der Cover-Designer hat es hier einfach echt drauf und daher auch ein großes Lob an diesen Cover-Designer. Bevor ich jetzt aber hier weiter vom Cover schwärme, kommen wir wie immer zum Inhalt. In Fire and Frost geht es um Ruby und Ruby ist 17 Jahre alt und lebt in einem kleinen Dorf zusammen mit ihrer Mutter. Ihre Mutter ist quasi eine Heilerin, also sie kümmert sich um Verletzte und kennt sich gut mit Kräutern aus. Und ja, Ruby hat ein Geheimnis, denn Ruby ist eine Fireblood. Das heißt, sie hat die Gabe des Feuers und kann das Feuer beherrschen und das ist aber in dem Land, in dem sie lebt, schwierig, denn sie lebt im Land der Frostbloods. Ich habe gerade leider vergessen, wie das Königreich heißt, aber ihr wisst, ich und Namen, ne, was so Länder und Städte betrifft, schwierig. Und auf jeden Fall ist es so, dass in dem Land, wo Ruby lebt, Fireblots gejagt werden und vom König getötet werden und die werden auf grausamste Weise hingerichtet. Deswegen muss Ruby ihre Gabe geheim halten und darf niemanden davon erzählen und auch ihre Mutter tut alles, um sie davor zu schützen. Und Ruby kann aber nicht anders, als in den Wald zu gehen und heimlich ein bisschen mit ihrer Gabe zu üben, denn sie ist ein Teil ihrer selbst. Und das ist halt für Ruby sehr, sehr schwierig. Und ja, trotz aller Vorsicht ist es so, dass eines Tages die Soldaten des Königs in ihr Dorf kommen und sie als Fireblood enttarnen. Und ab dem Moment ändert sich für Ruby alles. Sie wird vom König gefangen genommen und in ein Gefängnis gesteckt und dort bleibt sie dann mehrere Monate. Und eines Tages wird Ruby aus dem Gefängnis befreit und das von zwei Frostbloods. Und Ruby ist dem Ganzen erstmal sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt und fragt sich, was die beiden von ihr wollen. Die beiden schaffen es dann aber, Ruby zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, denn die beiden wollen den aktuellen König stürzen, denn dieser ist von einer geheimen Macht quasi vereinnahmt worden und deswegen immer so grausam und lässt sein Volk quasi verhungern. Und das muss verhindert werden und ja, da soll Ruby helfen und eine gewisse Rolle in diesem Plan spielen. Und was es für ein Plan ist und ob es unserer Gruppe gelingt, den König zu stürzen und was Arcus und dieser Priester, der sie gerettet haben, noch alles damit zu tun haben, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich muss sagen, dass mir die Handlung sehr, sehr gut gefallen hat. Die Handlung war jetzt für mich nichts Neues. Also das war jetzt nichts, wo ich sage, das ist innovativ, das ist neu, das habe ich noch nie gelesen. Also gerade der ganze Verlauf der Geschichte, das ist so ein, was ich leider sagen muss, für mich typischer Verlauf einer Jugend-Fantasy-Geschichte. Also ich kenne das schon aus einigen anderen Büchern, aber ich habe halt auch schon sehr, sehr viele Bücher in der Richtung gelesen. Und gerade in letzter Zeit habe ich so viel Jugend-High-Fantasy gelesen. Ich glaube, ich muss dann erst mal eine ganze Zeit lang was anderes lesen. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass die Geschichte für mich jetzt nichts Neues hatte, nichts Innovatives, wo ich sage, das habe ich noch nie gelesen. Ich muss aber sagen, dass die Handlung mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die ganze Art und Weise, wie die Geschichte abgehandelt wurde, richtig gut. Ich mochte das sehr. Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass mir die Handlung gut gefallen hat. Wie gesagt, es war jetzt nichts, wo ich extrem begeistert war, weil ich das noch nie gelesen habe. Aber die Handlung war gut, die Handlung war solide, sie hat mir sehr gut gefallen und es hat natürlich ein Ende, worauf man aufbauen kann und wo man noch einiges draus machen kann. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Ich möchte auf jeden Fall die weiteren Teile dieser Reihe lesen, denn wie gesagt, das Buch hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und ich mochte auch die Charaktere in dem Buch sehr. Ich finde, Ruby macht in diesem Buch eine schöne Entwicklung durch. Sie entwickelt sich von einem Mädchen, was ihre Gabe gerade quasi entdeckt, zu einem Mädchen, was mit ihrer Gabe umzugehen war. Ist jetzt zwar nicht hundertprozentig, aber sie macht schon in diesem Buch eine tolle Entwicklung durch und das hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Nebencharaktere haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die waren für mich glaubwürdig, die kamen gut rüber. Und ich muss auch sagen, dass ich das gut fand, dass die Liebesgeschichte zwischen Ruby und Arcus so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und ein bisschen im Hintergrund spielt, denn die Geschichte braucht das jetzt nicht unbedingt, um halt erzählt zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Also
Es ist jetzt keine Geschichte, die direkt auf dieser Liebesgeschichte aufbaut. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich ein riesiger Fan von tollen Liebesgeschichten bin. Fand ich das doch ein bisschen erfrischend, dass das jetzt nicht so dominiert hat in dem Buch. Die Liebesgeschichte ist natürlich da und ich fand es gut, wie das Ganze abgehandelt wurde. Das hat mir gut gefallen, was zwischen den beiden entstanden ist quasi. Und dass sich das auch sehr, sehr langsam entwickelt hat, das fand ich auch richtig gut. Und ich bin auf jeden Fall, was das betrifft, auch gespannt, wie es hier in den weiteren Teilen dann weitergeht. Und ja, also zu den Charakteren kann ich ja sagen, dass die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ich mochte Ruby als unsere Protagonistin sehr und auch die Nebencharaktere fand ich richtig gut. War mir super sympathisch, gerade diese ganze Abtei, diese Priester und Priesterinnen in diesem Kloster haben mir sehr gut gefallen und das mochte ich auf jeden Fall sehr. Was das Setting in diesem Buch betrifft, befinden wir uns wieder in einer High-Fantasy-Welt und ihr wisst, ich habe bei High Fantasy immer richtig Probleme mit dem Worldbuilding und ich hatte auch hier so meine Schwierigkeiten, mir das Ganze vorzustellen, mir die Dimensionen so vorzustellen, gerade wo Ruby quasi unterwegs war und sich bewegt hat und nicht an Ort und Stelle war, da hatte ich schon so meine Schwierigkeiten, wo ich dachte so, wie weit ist das jetzt, von wo nach wo ist sie gegangen und da habe ich echt in dem Buch eine Karte vermisst. Ihr wisst, ich habe da echt Probleme, was das Worldbuilding betrifft bei sowas und da hätte ich mir einfach irgendwie eine Karte gewünscht, dass ich mir das besser hätte vorstellen können. Ansonsten war die Welt gut beschrieben, also von der Optik her, wie die Welt aussah, das konnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, aber ich hatte halt so Probleme mit den Größenverhältnissen. Das ist aber wie gesagt wieder mein persönliches Ding, weil ich da generell ja Probleme mit habe, aber ansonsten hat mir das Setting sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, die Welt war gut beschrieben, ich fand, die Szenen waren gut beschrieben, das Ganze drum und dran hat hier einfach gut gepasst und ja, ich mochte die Welt, in der das spielt, sehr. Was den Schreibstil von Ellie Blake betrifft, kann ich nur sagen, dass der mir auch richtig gut gefallen hat. Der Schreibstil geht locker von der Hand, es sind ganz einfach gestrickte Sätze, wie gesagt, bis auf diese Eigenwörter wie Frostplots, Fireplots und was es da nicht noch alles gibt, stolpert man auch nicht irgendwie in der Geschichte. Also ich muss sagen, ich bin am Anfang bei Frost und Fireplot immer ein bisschen gestolpert. Ich hatte da auch so Probleme mit der Aussprache, inzwischen geht's. Aber wenn dann so ganz viele von diesen Wörtern so hintereinander kommen, denkt man sich nur, was? Wie war das jetzt? Und ja, da hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten am Anfang, wie gesagt, mit diesen Eigenwörtern da in das Ganze reinzukommen. Aber ansonsten ist das ein schöner, leichter, lockerer Schreibstil. Und was mir auch gut gefallen hat, war die Spannung in der Geschichte. Die hat die Autorin auf jeden Fall immer wieder gut erzeugt. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass Fire and Frost ein Buch ist, was mich überzeugen konnte, was mir gefallen hat beim Lesen, was mir Spaß gemacht hat beim Lesen, wo ich die Charaktere mochte, wo ich die Welt mochte und wo ich auf jeden Fall auch gespannt bin, wie das Ganze weitergeht. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass es eine richtig coole Jugend-High-Fantasy-Geschichte ist und jeder, der sowas mag, sollte sich Fire and Frost auf jeden Fall mal mit angucken. Ich mochte es sehr und freue mich auf den zweiten Teil. Das war meine Buchvorstellung zu Fire and Frost von Ellie Blake. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.